Schönen Sonntag. Willkommen zur Folge 6 Tunnel 64. Mal gucken, was wir diesmal kriegen. Ich habe mal so vorab ein paar ausgesucht, das heißt ausgesucht, einfach mal jetzt probiert ein bisschen Ordnung reinzukriegen, die ganze Sache. Also was ich jetzt anspielen werde, halt eine extra Ordnerin kopiert, wenn ich die gespielt habe, werden die Dinge auch gelöscht dann halt, damit nicht mal diese Doppelmoppel entsteht. Aber kann natürlich auch mit bei sein, weil ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb und keine Ahnung, was ich vor 14 Tagen zuletzt gespielt habe. Fangen wir einfach mal an, erstmal einen Schluck Kaffee. So, Kenners. Also, das hier steht heute zur Auswahl. Fangen wir mal von oben nach unten an. Logisch. 7X Pinball. Ich gehe mal stark von aus, das ist ein Flipper. Nightmare Pinball Schenker. Flippers, Paperboy, Star Trek. Leiser hier machen. Ach, da wird es bestimmt nicht wieder ein Problem, mit welchen Tasten ich das Ding steuere. Ich glaube nicht, dass das Ding mit dem Joystick geht. Dann erstmal Tasten suchen. Flash in meinen Augen. Das gewollt. Oh, komm, fangen wir nicht wieder an, das erste Spiel totaler Schrott irgendwie ist gleich. Nee, okay, das funzt nicht. Okay, da es verschiedene Pinboards da gibt, nehmen wir mal einen anderen ganz einfach. Oh, komm, fangen wir mit 1 an, Nightmare. Gab es eigentlich eine Folge, wo das erste Spiel funktionierte oder wenigstens vernünftig war? Irgendwie kommt man sich dann so blöd vor. Sitzt hier vor der Kamera, bisschen was man machen soll, man wartet, das Ding lädt. Kaffee trinken. Jetzt ist schwarz. Ah. Okay, auf dem Joystick scheint er nicht zu reagieren. Ah doch. Ah, links und rechts, gut. Ah ja, okay. Kann man die Spiele gleichzeitig machen? Irgendwie wäre auch gut. Also mit diesen links rechts ist irgendwie doof. Hatten sich den Sound ausgedacht, ey. Fall. Ich weiß, warum das Ding Nightmare heißt. Der Sound ist ein reinster Albtraum. Boah, na komm. Ja.
Dieser Flipper ist scheiße. Ja, was zeigt da oben mit. Ah! Ist da oben anscheinend so den Gummi gefangen worden. Ich weiß aber auch nicht, wie ich hier irgendwie rütteln kann am Tisch. Boah, ist das Ding schlecht. Die Grafik ist ja. Ach Gott. Ey Jungs, der Sound ist echt grausig. Also wir nehmen jetzt mal einen anderen Flipper davon. Das sieht beinahe aus, als wenn die mehrere Flippers in einen zusammen gemacht haben. Von Flippers. Guck mal, nehmen wir mal die 7. Was darf ich in der Laden? Ich vermute mal stark, das ist kein Komplettpaket, das ist eher eine Sammlung aus mehreren. Der war ja richtig eklig im Look. Also soundtechnisch konnte der C64 wirklich mehr. So. Darauf erstmal einen Kaffee. Okay, ich nehme alle zurück. Das scheint ja wohl doch so ein Programm mit 7 Flippern drin gewesen zu sein. Alter Schwede. Wie langsam die Kugel ist. Boah, Alter, ey. Und das macht null Spaß. Also du hast keine Geschwindigkeit drin. Diese, boah, die Piepse ist die Hölle. Warum sie so beschissene Farben haben, wenn man versteht, ohne. Ich habe noch nie mal in dem so einen langweiligen Flipper gespielt. Noch nie. Und noch nie einen mit so einem schrecklichen Sound. Ich habe auch wirklich schon ein paar alte Flipper gespielt auf dem G7000, so ein Kram, wo man echt ja eher schon abstrakten Flipper vor sich sieht. Da. Aber selbst das war witziger gewesen als das hier. Oh. So. Auf
aufgrund von körperlichen Schmerzen und ich da keinen Bock auf einen Hörsturz habe, würde ich jetzt hier gerne beenden. Man verzeihe mir, aber ey, der Sound ist ja ey, die Hölle. Was haben wir denn da? Bowling. Pinball, schätze ich mal ja Bowling. Jungs, Jungs, Jungs. Das war jetzt wirklich hardcore. Schön, schön, links, ne? Plus mit und schön, schön. Ach Gott, was sind wir jetzt doch? Okay, wollen wir mal Space. Links, rechts, Hand. Plus, Minus. Oh Gott, weiß ich mal, wie Plus und Minus ist jetzt. Ja, ist egal, probieren wir mal. Mit der Steuerung, ob ich da die Tasten finde. Ah. Okay, umswitchen mal. Ah, ja, einer ist okay. Oh, schon so ein bisschen Pseudo 3D gemacht. Ah, okay. Ah, gut. Damit laufe ich dann hier nach vorne. Entschuldigung, wusste ich ja nicht. Winkel, die geht noch nicht ganz durch mit den Drehen. Wie macht das? Hand links, rechts. Warte mal. Ah, okay. Jetzt mal. Ja, wo war Plus und Minus gewesen, ey? Ah! Warte mal da. Jetzt hatte ich das Plus zumindest. Jetzt komme ich aber nicht wieder zurück. Jetzt brauche ich irgendwie das Minus oder in so einem jedenfalls hatte ich jetzt gehabt. Egal, komm. Alter, ey. Macht den 100 Meter Sprinter oder was? So, warte mal. Okay, Sternchen so lang. Ah. Die werden sind es, okay. Also ist sogar ganz nett gemacht, das Ding. Ups. So, warte mal, dann. So, das würde ich jetzt mal meinen schräg nach links. Wird okay. Na komm, Krieg, Krieg, Krieg. So haben sie den ganz hübsch gemacht. Ja, ist ja gut. Ja, mit den 3D, das haben sie nett gelöst. Ja. Ich bin auch cool, oder?
Ist ja gut. Ich weiß nicht, warum der so schnell rennen musste. Ups. Der war eher mies gewesen. So, und hier, so den Winkel. Das war ja knapp von der Ratte, würde ich sagen. Und Spare. Ich kann mit den ganzen Bezeichnungen eigentlich gar nichts anfangen, wenn ich ehrlich bin. So, wollen wir jetzt mal den. Bisschen Musik hätte ganz gut getan. Und? Echt. Oh, das Ganze hat gemacht. Ist ganz nett. Wie lange geht denn das eigentlich nochmal? Wann ist dann nochmal Schluss gewesen? Ich weiß es wirklich nicht. Passend jetzt, ja. Jo, ist ein ganz netter Ding. Gucken wir mal weiter, was haben wir denn als nächstes? Wie auf. Glücksrad, Gold, Plus. Wollen wir uns das angucken oder nicht? Ja. Was da drin ist, wird auch angespielt. War auch so, weil ich habe damals schon nicht verstanden, wie so ein Scheiß im Fernsehen ankicken konnte. Dann so eine Intro dazu. Genau mein Humor. Jetzt erwartet man sonst was irgendwie. Ja. Ist cool. Ich werde das aber nur ganz kurz spielen, ja. Ja, Taste. Ah. Das Schlimme ist, dieses Scheißspiel muss sich ja wirklich mal irgendjemand gekauft haben. Oh, no, no, no. Ich hab das Spiel noch nicht mal gespielt und war es vorab schon schlecht. Ganz schön lange Ladezeit, ne? Tü. Ach, guck mal, Maren Gelsen. War denn die blond?
Mach doch, was du willst, ey. F. Ist nix, nix, F. Charlie dachte, das erste Wort ist fuck und danach kommt ein off. Boah. Ja. Oh, guck mal, wie toll sie klatschen kann. Guck mal. Der Henry hat einen Punkt gekriegt. Jetzt kommt Gordy. Oh, nochmal, Kenners. Das ist so spannend. Das ist so. Ich mach mal ein S. Hä? Ich hab auf S gedrückt. Das war ein S, was ich gedrückt habe und kein L. What? Willst du mir verarschen? Ach, ich bin wieder dran. Ja, ich bin halt so. Was nehmen wir denn? Ein I? Ach so, ja. Komm, ich höre jetzt auf. Ja, das ist. Oh Gott. Crush. Was ist Crush? Autostart. Tschüss, Maren. Das war's. Und den Scheiß haben sich damals wirklich viele im Fernsehen angekickt. Wo waren das gewesen? RTL oder auf Sat? Über Sat 1 war das gewesen, oder? Bisschen leiser hier machen. Was war denn da? Fünf ist auch gut. Sieht jetzt zuerst die Endsequenz an. Nee. Also das hört sich ja schon wie noch Schießen oder so weiter. Mit Leben und so ein Kram. Und Smash Designs. Mit dem Alien-Logo. Future scientists of Earth working at the radio service. Bla 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 bla. Okay, irgendwas kommt auf die Erde zu, wir müssen das vernichten, machen wir. Ups. Ja. Das war gerade der Stuhl hier. Die Lehne. Ui, ziemlich schwer. Oder ich ziemlich doof. Eins von denen. Oder beide. So schnell kann es gehen. Nochmal. War's gut spielbar.
Ich dachte, jetzt geht's schneller los. Was lädst du denn schon wieder? Ah! Was war das denn von oben? Hab gar nicht gesehen. Und ist auch gut spielbar. Ja, diese Bewegungsmuster von denen ist ja fies, ey. Sind vor zurück, ey. Ja. Das macht Spaß, das macht Spaß. Wieso jetzt? Das ist doch jetzt mal was Schönes gewesen nach den zwei Scheißdingern. Ich mach ein bisschen weiter. Olli. Dumm. Nochmal. War schon Power-Upper bestimmt. Bei dem Eben-Raumschiff da drin, ah, scheiße. Ach, drunter, hier drunter, scheiße. Soundtrack ist auch okay. Grafik gefällt mir. Ja, ist bestimmt da drin die gewisse Power-Upper. Diesen grauen Ding, was da vorbei geflogen ist. Mit dem Power-Up geht's hier ziemlich schwer durch. Ich meine, das wird man dabei gerade auch. Ich wollte mir auch mal so eine kleine Liste für mich machen. Ups, aber welche Spiele mal so richtig gut sind auf, den C64? Ich muss mir die ganzen Videos mal angucken, dann irgendwie mal. Ja, das würde ich mit da aufnehmen, das macht Spaß. Obwohl ich mich ein bisschen dämlich anstelle. Da könnte man ja irgendwann mal so Best-of machen oder so. Also mein persönliches Best-of. So, ein Mama noch, dann immer mal das nächste. Macht Spaß. Hier oben geht es am besten, wenn man da oben probiert durchzugehen. Ja, das war das Power. Doch schon mal oben gehen. Oh Mensch, Menno. Ja, muss man in einer bestimmten Position irgendwo sein, jetzt kriegt man das Ding nicht.
gut. Ja, so, komm. Das ist gut. Also. Crush ist wirklich gut gemacht. Was haben wir denn jetzt als nächstes? Cube Magic. Plus 4. Oh, guck mal, was das ist. Intel Outside. Ha, wie witzig. Okay, Joystick auf dem anderen Port. Achso, das muss man ertragen anscheinend. Tag, Grünfrosch. Passwords, Diskbars gehen. Okay. Nee, machen wir alles mal. Corona. Achso, mit dem C64-Emulator läuft jetzt wieder richtig. Ich musste mal diese Indie-Files oder Bean-Files gespeichert, weil die Einstellung mal löschen. Danach ging es wieder. Keine Ahnung, was der für ein Problem hatte. Letzte Mal muss ich ja den anderen von Weiss nehmen. Die haben wir zwei verschiedene drauf und das ist jetzt der X64SC aus etwa. Ich glaube ja. Jedenfalls den haben sie mal empfohlen, den Sommer nehmen. Der ist wohl besser. Ich habe nicht die geringste Vorstellung. Also hätte man sich auch mal die Passwörter mal merken können. Das ist ja jetzt. Fällt jetzt keins mehr, was da stand. Könnte man jetzt die Aufnahme ja angucken und zurückspulen halt. Ne? Mal gucken, was da stand. Das ist ja. Ach, warte mal. 1, 2, 3, 4 von unten, das heißt. Wo kann ich den jetzt? Ja, unten kann ich aber. Ich glaube, ich muss diese Blätter drüben hinkriegen. Also links hat man
Okay. Ging's ja noch nach Zeit. Ich vermute mal, links ist so ein Vierer, also wird mir ein Bild gemacht, das muss ich genau nachbilden. Das war so ein Vierer aus dem Blauen. Und ich vermute mal auch in der richtigen Position, gehe ich jetzt mal von aus. Das einzige Doofe war, die Steuerung war ein bisschen hakelig gewesen, fand ich jetzt so. Also, warum gehst du jetzt nicht nach oben? So. Gut. Die schauen wir da schon mal. Die spielt einen nach oben. Geh doch mal rüber. Man schiebt die ganze Reihe, wie es aussieht. Also 1, 2, 3, nehmen wir mal hier den Weg noch irgendwo rüber. Eigentlich ein ganz nettes Spielprinzip. Das Einzige, die hat also mit der Steuerung, also mit den Schiebeklappen hier immer so richtig. So, 1, 2, 3, 4 von unten. Das heißt hier. Und die Farben sind ein bisschen grausig. Oh Gott, weniger Farben hätten auch gut getan. So, warte mal. Soll das jetzt das Grün sein? Vermutlich mal, oder? So. Grün. Hä? Warum ist das jetzt? Das ist grün? Ja, also ich gehe mal von außen, dass das grün sein soll. Geh doch mal. So, und da soll rot hin. Geschafft. Na gut, ist aber nicht so spannend. Nettes Spielprinzip, aber mit den Farben ist das irgendwie doof. Hätten sie kräftigere Farben nehmen sollen. Komm, mach mal das nächste. Also ist jetzt nicht so ein Spiel, hat mich total begeistert. Der da Plus sagt mir auch gar nichts. Ach! Okay, das ist ein ganz sicheres Spiel. Das richtig verstehe. Oder war es irgendwo funky? Ja, man macht sich Musik. Ja, freut mich mal. Marschbeinglanz. Okay. Ja, mehr ist da nicht zu tun. Es ist wirklich nur Beatbox, Drums und die FX dazu. Einfach Elektronikmusik. Gut, wenn man sich das öffnen würde, könnte man sich dann schon ein DJ fürs Intro machen.
bla bla bla. Ja, okay, ist nicht direkt ein Spiel, aber. Ich weiß nicht, wie weit ich dir dachte, das aufnehmen kann man ja hier nicht, wie es aussieht. Nur zum Rumschirm mal jetzt. Also, okay, jetzt könnte man aufnehmen, aber damals auf dem C64 konnte man gar nicht aufnehmen irgendwie. Aber so könnte man sich wirklich so eine Intro-Musik draus machen. Ja, okay. Es war ganz nett, hat Dodge. Gucken wir uns mal Dodge an. Ach Mensch, was ich mit mir hinsetzen soll hier. Der alte Mann hier, ey. Ich hab schon Kaffee. Ach, haben wir schon. 40 Minütchen haben wir ja schon, aber ich ziehe bis zum Ende jetzt hier durch. Was passiert? Was ist? Yes. Ich hab da nichts getan. Ich dachte, das wäre so eine Art Intro jetzt gerade. Spiel, du hast mich jetzt richtig verwirrt. So, dann laden wir. Vielleicht verstehe ich beim zweiten Anlauf, was ich tun soll. Also das heißt, wenn ich nicht weiterspielen will, darfst du auch nicht weiter mit dem C64 was machen. Okay, wir schmieren also ab und sagen, du kannst mich mal. Okay, Dolphin, Autostart. 1, 2, 4 Levels. Jetzt hätte ich nicht mal Bock, das nochmal anzugucken. Ey. Nee, gibt's nicht. Na, ja, fängt an. Ticket los, yo. Leertaste? Ja, Leertaste. Kill you. Nö. Which Level 1? Also wenn ich nichts töten kann, das finde ich immer blöd. Unbegrenzte Leben finde ich in Ordnung. Ach. Gibt es auch einen Sound dazu? Achso, ich darf da nicht gegenfliegen. Okay, wieder zurück. Jetzt wieder da noch. Wie hieß er mal? Uridium. Erinnert mich ein bisschen an Uridium.
Aber das ist, warum gibt es keinen Sound? Das wäre jetzt wirklich. Ach ja, man, ja, wieder gegengefunden. Hallo? Wir sind einmal abgestürzt. Okay, machen wir mal ein Hard Reset. Und laden es nochmal. Lass mal gucken, wie es rüberkommt. Ja. Also ohne Sound, das finde ich schon ein bisschen. Aber ja, wir starten es nochmal. Okay. Aber so ein Spiel ganz ohne Sound, so irgendwie ohne so das Wahre dann. Also, guckt er ein bisschen tot irgendwie. Da haben sie. Ja, das ist nur Sound. Und dadurch macht das irgendwie auch. Das ist jetzt mir eine Dämlichkeit. Da liegt da irgendwie, ich weiß auch nicht, warum man nach oben will. Da ist Musik drin, im Spiel selber ist keine Musik drin. Ach, immer macht er da weiter, wo man vorher war. Da hätte ich da vorher schon zerschossen gehabt. Also ohne Ton ist. Ja, da bin ich auch nicht im Spiel irgendwie drin. Das ist ganz. Nee, nee. Es schadet da kein Ton bei das. Muss mal gucken, wahrscheinlich auch eine andere. Upsa. Wahrscheinlich auch noch irgendeine Version mit Ton, aber wenn ich ein Spiel ohne Ton habe. Nee, das ist irgendwie. Da bin ich nicht im Spiel drin. Ich weiß nicht, es ist ganz komisch. Also auch wenn der Ton ja im Endeffekt nichts bringt beim Ballern so, aber ich bin dann irgendwie so. Guck mal so außen vor. Als wenn ich dann eigentlich jetzt selber spiele irgendwie. Eine stumme Demo angucke, ist irgendwie so, nee, kann ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Bei Lancelot, der war es gewesen. First Knight, The Arrival, The Hunt. Ich vermute mal beinahe. Press the big one to view picture. The big one ist die Leertaste oder keine Ahnung. Ich glaube, das wird ein Adventure sein. Das Bild gefällt mir. Das haben sie gut gemacht. Verfilmung fand ich damals absolut scheiße. Und Keanu Reeves, ey. Ich weiß nicht, wir waren im Kino gewesen und Frosch und ich hatten wirklich schon überlegt, hier vor Ende des Filmes rauszugehen. Wir fanden die irgendwie so kacke, ey. Ja.
für ein Adventure liegt er relativ lange. Na, mal gucken, was kommt. Das kennen wir doch nun vorhin noch. Ah, jetzt kommt's. Ja, das ist ein gut Text-Adventure. Ja, das bringt jetzt nichts zum Anspielen. Aber vielleicht könnte man ja wirklich mal so einen Text-Adventure-Abend machen. Oder mit Bildern. Was ich ja ganz gut damals fand auf dem C64, war ja Fahrenheit gewesen. Da sieht man noch ein bisschen was dazu. Das hat mal Spaß, weil da kann man mal wirklich so ein Sonderding mal machen. Da muss ich auch mal nachgucken, wie lange ungefähr so ein Text-Adventure eigentlich schon mal gedauert hat. Allgemein die Adventures, bis man durchfährt. Weiß ich ja nicht mehr. Okay, nimm mal Exile. Autostart. Ich glaube, das hatte ich so ja schon mal. Oh, gucken wir uns an. Loading. Loading. Fang an, du Sau. Lade. Ein bisschen Beleidigung und dann klappt das auch. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Oder ich habe es mal gespielt gehabt und habe nicht verstanden, was ich hier tun soll. Ja, irgendwann ging das Ding hier unten auf. Ich habe das jedenfalls schon mal, sagen wir so, drück mal es mal so ausprobiert zu spielen. Ah. Gut, und wie geht der hier auf? Da oben war ja so ein Schalter gewesen. Komme ich wieder noch rein noch raus. Das muss ich jetzt aber nicht verstehen, weil ich kann jetzt hier unten. Also ich sehe jetzt auch keinen Schalter, ob ich jetzt irgendwie gegenkommen könnte. Nö, da ist nichts. Jetzt hänge ich hier fest und das war's. Ja, ist schön. Ja. Was soll das eigentlich darstellen? Ein Raumschiff? Mit einem rechts die Triebwerke? Ja, ist das schön, aber wie komme ich jetzt hier raus? Hey, Alter, Leertaste irgendwas? Aha. Ah! Ja, ich hab... Ah, zeigt eine Waffe. Oder nicht? Also Leertaste. Was ist das? Mit den jetzt drücke? Ich weiß es nicht. Puh. Dann halt nicht spielen. Ich glaube, ja, also ich hatte es auch schon mal irgendwann angespielt. Extreme, extreme, extreme. Jetzt wird's extrem, Jungs. Das kommt mir auch so bekannt vor. Also sorry, wenn es in der letzten Folge schon drin war. Wie gesagt, eine Woche später, ich weiß schon nicht mehr, was ich davor gespielt habe, ehrlich gesagt. In der letzten Folge, die ich ja schon rausgelöscht aus dem Ordner da.
Was ist das? Was? Ich geh nach oben, unten geht's weg, weil dann sehe ich, wer weg dann durchkommen würde. Ich glaube ja, das ist nicht gewollt, das ist ein Grafikaufbauproblem. Ja, die können das irgendwie abschießen, diese Zeug. Kann ich hier unten noch? Was ist denn das für. Geil. Du ja, ja, ist ja gut, dass ich hier gerade einen Nebenpass verliere. Was ist denn das für eine scheiß Grafik? Das sind ne. So, mal gucken wir jetzt mal. Fangen wir hier dann. Guck dir das an. Es wird aufgelöst, das Ding. Also, oh Gott. Der löst also ein Ente. Nee, das ist. Gibt die. Das hatte ich meine mit der Grafik da? Es wird. Ja, das sind so Blöcke im Endeffekt. Und das andere wird dann weggenommen, statt das vernünftig rüber zu machen. So, ich weiß ja nicht, was ich hier tun soll, was das Ziel des Spiels ist. Ups, da ist ein UFO. Das kann ich dann schnell nicht kaputt machen oder so. Ein unzerstörbares UFO. Also wenn ich die UFO-Größe im Vergleich zu meiner Spielfigur sehe. Ups, ist anscheinend heiß. Ist das doch ein bisschen lächerlich. Da würde auch jeder mit der Fliegenklatsche hingehen und das Ding einmal wegmachen. Extrem scheiße. Ja, passt der Name extrem. Die haben das vergessen, Scheiße hinten anzuschreiben. Funball. Uns mal Funball an. Was haben wir denn schon hinter uns jetzt? So, oh, nicht ganz ein Stündchen. Oh. Das sind 94. Okay. Mal gucken, was da jetzt kommt. Joystick-Port. So, ich möchte eigentlich Practice machen. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie ich den Joystick abdauern. Ja. Okay, nochmal den anderen Port. Ich möchte nicht Tournament machen. Ich möchte. Da bin ich. Ich wollte aber jetzt kein Tournament machen. Okay, und hier bin ich da oben hier raufgekommen, wie ich sagen kann, Practice. Alleine spielen. Ist ja dann doof, wenn es nur rein zu zweit schaffst.
Gut, wenn es sind zwei. Gut, ein Stück. Gut, dann zieht es im Endeffekt den anderen zu töten. Gut. Schade, wäre ein schönes Spiel zu zweit. Ich schätze mal eher zum Welle sind irgendwie voll am Pac-Man irgendwie. Das ist natürlich noch gut zu wissen, wie er. Ich würde aber Practice machen, dann kann ich es wahrscheinlich. Gegen eine KI spielen? Gibt es eigentlich Punkte dafür? Was kann er denn? Ich würde es jetzt gerne gegen eine KI spielen. Na gut, gehen wir mal drauf, weil irgendwie komme ich jetzt hier nie raus. Und wie lange geht das da? Nee, nee, ich möchte mich nicht heilen, ich möchte hier. Gut, tot. Wie viele Spieler. Wie viel Leben habe ich denn noch? Ach, das geht nach Zeiten. Das ist ja doof. Schade. Auf Practice bin ich nicht gekommen. Ich hätte es gerne geübt im Spiel. Also zu zweit muss ich doch machen. Lässt sich schön steuern, das Ding. Ich weiß aber nicht genau, was das Ziel jetzt ist. Ich glaube, die meisten Punkte zu kriegen. Mutig mal. Ja, Leben hat man unendlich. Es geht nur darum, die meisten Punkte hier zu kriegen. Ja, okay, bringt jetzt nichts, wenn ich alleine spielen kann. Schade. Ein schönes Spiel. Future Bike. Da war dickes Trash. Es gibt da so ein paar Spielenamen, da ist man schon skeptisch, wenn man den Namen nur liest. Ey. Mal gucken, mal gucken. Future Bikes Game. Die Motorräder verbannen. Krasser Scheiß, krasser Scheiß. Die Kamera hat immer noch Trash. Vielleicht werde ich ja angenehm überrascht. Gucken wir uns das mal an, ne? Please press fire. Mach ich doch. Okay.
Jo, eine wundervolle Trägersteuerung. Ach so, da renne ich jetzt drauf noch. Das ist Trash. Das ist Trash. Da ist ein Trash. Okay. Falls das irgendjemand kennt, das Spiel und es gut fand, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt es mir nicht vorstellen. Das ist so. Ja, ausweichen, dann kann ich anscheinend noch ein paar abschießen. Ja, super. Grafik ist total kacke. Die Steuerung ist scheiße. Jetzt kann ich irgendwie Power-Ups habe ich jetzt. Oh Mann. 4,850 habe ich nur. Hä? Na, ich kann noch nichts holen, also möchte ich hier wieder raus. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach. Ja, Taste war es gewesen. Ja. Zu Ultimate for Speed Freak. Klar. Sicher. Starte ich so immer? Nee, Alter, ist das ein Scheiß. Okay, jetzt haben wir noch zwei Stück vor uns. Zonox. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Alter, war das ein Müll. War das ein Müll. Warum brummt denn der so? Nee. Get ready. Ach. Ja gut, das kennen wir doch. Ist das nochmal Scrabble? Scrabble, wa? Wie ein Leben. Nee, okay, pass mal auf. Mit Indem halt kein Bock, da machen wir Unlimited Lives jetzt. Da starten wir halt nochmal neu. Nee, da will ich doch unbegrenzte Leben haben. Und so sah es ja ganz nett aus. Das nicht. Dann auch nicht. Ach so. Gibt kein Unlimited Lives. Wie mit einem Leben? Alter, sag mal, habt ihr so eine Rolle? Das ist ja ein Scheiß. Warum gibt es da nur ein Leben? Das Spiel ist ja schon gemacht. Gefällt mir. Grafikstyle gefällt mir.
Aber kennt ihr das auch, wenn man so eine extreme Spannung hat, im Motto, ich hab nur ihn Leben und... Bäh. Mal gucken, wie weit ich komme. Schön dramatische Musik, ey. Ich glaube, es ist bestimmt falsch, wenn ich jetzt hier... Und ich wusste es. Oh, Künders, ihr leckt mich doch am Arsch. Ey, das ist jetzt wirklich unfair. Du musst das Ding auswendig lernen. Ist ja erstmal okay bei so einem Labyrinth. Ist in Ordnung. Aber das nur mit einem Leben. Na, hallo? Frustfaktor 10? Okay, probier es noch einmal. Das ist wirklich unfair dann. Also das ist extrem unfair. Ha, das gab Punkte, glaube ich jedenfalls. Also in der Mitte hoch. Glaube ich jedenfalls, war da Mitte gewesen. Ne? Jetzt bin ich hier auch in der Mitte und bin die... Ne, da bin ich heute nicht genug schmerzfrei. Mach doch einfach nur ein paar Leben mit drin. Gut, einen hatten wir noch oder zwei hatten wir noch? Einen haben wir noch. Zinon. Ja. Schönes Spiel gewesen. Aber mit einem Leben, Alter, ey, komm, leck mich doch. Bringt mir auch nichts, wenn ich unbegrenzten Sprit habe. Oder wenn ich keine Kollision habe. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Da kann ich mir auch einen Film angucken. Nicht. Nehmen wir Stück Buch nicht. Nee, auch nicht. Nee. Unendliche Leben, die wollen wir alles mal. Wollte ich gleich Infinite Crevice? Nein. Machen wir alles mal ohne. Ah, okay, dann kann ich diese richtige Schäme fahren.
doch, das mit dem Schild, okay. Was ist? Hä? Die Munition hier? Okay, vorhin hat man ja ein Spiel gehabt, wo kein Sound war. Überhaupt nichts. Hier hast du jetzt ein Spiel, wo eine schöne Mucke ist, aber ich habe kein Trefferfeedback irgendwie. Also irgendwie okay. Also so Trefferfeedback und nicht schlecht soundtechnisch. Schade, dass wir noch dran. Das ist aber nicht besonders abwechslungsreich, das Ding jetzt. Och ja, ne. Zymon, muss ja sein. Ja, macht nicht so richtig Spaß irgendwie. Grafik ist okay. Ja, Trefferfeedback, soundtechnisch fehlt mir ein bisschen drin. Irgendwie ist das so. Also, wie soll ich jetzt sagen, so eine eckige Steuerung hat diese. Wir starten es noch immer. Kann ich es vielleicht beim Spiel beschreiben. Du hast halt nichts, was fließen wird, also... Quer geht nicht. Im Endeffekt... fragt man sich auch, was ist eigentlich jetzt wichtiger, hier irgendwie durchzukommen? Oder die Punkte zu machen? Und... was passiert hier? Ah, da glaube ich gar nicht. Ach, das ist ein... Ah, okay, das sah für mich so aus wie so eine... Gut. Also ziemlich schwer. Ich mache jetzt Schluss. Was haben wir denn zusammengekriegt? Ja, Stunde 15 ungefähr. Müsste reichen. Also, schöne Mucke, aber irgendwie... nette Idee, das nur auf die Art und Weise mit den Steuern zu machen, aber... das heißt, mit den Steuern, wie man durch ein Level durchkommt, aber... im Endeffekt, du hast immer diese Spalten mal draufgehen, dann musst du mal erwarten, dass du durchfahren kannst. Und da geht die große Konzentration darauf. Nee, mach nicht so einen Spaß. Dann sage ich jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Sonntag. Und ja, das war's. Schönen Sonntag euch noch, ne? Und tschüss.